Sobald man Tallinn verlässt und über Land fährt, fühlt man sich ein Stück weit an Finnland oder Südschweden erinnert. Flaches Land und weiter Himmel, Wälder, Wiesen, viele Seen und kleine Ortschaften. Der Name Eesti leitet sich übrigens von dem lateinischen Eesti ab, was so viel bedeutet wie die nördlichen Nachbarn der Germanen. Die älteste Stadt Estlands ist Tartu. Im 17. Jahrhundert gründete der schwedische König Gustav Adolf hier die erste Universität des Landes, an der auch viele deutsche Wissenschaftler lehrten. Noch heute wird Tartu deshalb als das geistige Zentrum Estlands angesehen, während die Hauptstadt Tallinn Regierungssitz und Wirtschaftsmetropole ist. Die Altstadt von Tartu, hier der Rathausplatz, gilt als Perle des Klassizismus. Ungewöhnlich ist das schiefe Haus. Seine Schräglage entstand durch Zersetzung der Holzfundamente. Heute hat sich hier eine Kunstgalerie niedergelassen. Die ganze Altstadt steht auf dem moorigen Untergrund. Doch die anderen Häuser haben sich bisher als standhaft erwiesen. Ein beliebtes Gastgeschenk in Estland sind Blumen. Und so findet man in jeder Fußgängerzone entsprechende Angebote. Von Tartu geht die Reise weiter in den Westen des Landes. Von dem Küstenort Virtsu legt eine Fähre ab zu der Insel Saaremaa. Die Fahrzeit beträgt etwa eine halbe Stunde. Heute herrscht ein reger Verkehr zwischen dem Festland und der Insel. In Sowjetzeiten waren jedoch Teile von Saaremaa militärisches Sperrgebiet, was dazu führte, dass die gesamte Insel von Nichtbewohnern nur mit besonderer Einladung besucht werden konnte. Die Fähre landet übrigens auf der kleinen Insel Muhu, die Saaremaa vorgelagert ist. Hier sollten Sie unbedingt das Dorf Koguva besuchen. Es bietet einen Einblick in die bäuerliche Lebenswelt aus der Zeit um 1900. Im Unterschied zu anderen Freilichtmuseen ist dieses Dorf authentisch. Das heißt, es wurden keine Gebäude aus anderen Landesteilen hierher verpflanzt. Typisch sind die aus Feldsteinen errichteten Mauern. Hier noch ein Blick in einen bäuerlichen Schlaf- und Wohnraum aus dem Jahr 1880. Das Dorf ist ein Muss für jeden Inselbesucher. Von der Insel Muhu führt ein 3,5 Kilometer langer Damm zur Nachbarinsel Saaremaa. Sie ist nach dem schwedischen Gotland die zweitgrößte Insel der Ostsee. Das Wahrzeichen Saaremaas ist die Bockwindmühle. Ihr Mahlwerk befindet sich auf einem steinernen Sockel und kann zur jeweiligen Windrichtung gedreht werden. Mehr als 800 soll es vor 100 Jahren noch gegeben haben. Heute sind die meisten verschwunden. Diese stehen wie einsame Dinosaurier auf einem Hügel in der Nähe des Ortes Angla. Im 13. Jahrhundert wurde Saaremaa vom Deutschen Ritterorden erobert. An diese Zeit erinnert heute noch die Bischofsburg in der Inselhauptstadt Kuressaare. Die quadratisch angelegte Festungsanlage mit einer 600 Meter langen Ringmauer war mehr als 2 Jahrhunderte lang Sitz der Bischöfe von Ösel-Wiek. Trotz architektonischer Eingriffe gilt sie als am besten erhaltene mittelalterliche Burg des Baltikums. Ihre Innenräume beherbergen wertvolle Kunstschätze und ein Museum zur Geschichte der Insel Saaremaa. Natur pur erlebt der Reisende an der Westküste Saaremaas. Hier liegt der Nationalpark Vilsandi. Er besteht aus einem schmalen Küstenstreifen und rund 160 vorgelagerten Inseln. Der Nationalpark ist das ganze Jahr über geöffnet. Unter fachkundiger Führung kann der Besucher an halb- oder ganztägigen Exkursionen teilnehmen. Dieser Ausflug führt auf die Insel Vilsandi, die dem Park ihren Namen gab.
Ein Schwarm von Komoranen. Der Leuchtturm stammt aus dem Jahr 1806. Wegen seiner artenreichen Vogelwelt wurde ein Teil des Areals bereits 1910 zum ersten Naturschutzgebiet des Baltikums erklärt. Wie sensibel das ökologische System selbst auf weit entfernte Katastrophen reagiert, zeigen die Weika-Riffe. Seit dem Tankerunglück an der spanischen Westküste hat die Zahl einiger hier brütender Zugvögel drastisch abgenommen. Welche Tiere und Pflanzen man bei der Exkursion zu sehen bekommt, hängt natürlich auch von der Jahreszeit ab. Vilsandi ist die größte Insel des Naturparks. Sie ist bewohnt und kann im Sommer bei Ebbe und günstiger Witterung auch zu Fuß erreicht werden. Diese sogenannte Abenteuerwanderung führt über zahlreiche kleine Nachbarinseln. Um die Schönheit dieser Insellandschaft und ihrer Vegetation zu erhalten, ist die Besucherzahl allerdings beschränkt. Ein verwunschenes Ostseeparadies für einen Sommerurlaub.